Zombie. Zombie ist eine der Bezeichnungen für einen erdgebundenen Geist. Als Zombie bezeichnet man einen Mensch, der scheinbar von den Toten wieder auferstanden ist, der scheinbar zum Leben erweckt worden ist und als sogenannter Untoter, als ein seiner Seele beraubtes, willenloses Wesen herumgeistert. Ursprünglich kommt das Wort Zombie aus dem Wort Nzumbe, N-Z-U-M-B-E. Das ist ein Wort aus der Sprache Kimbundu, K-I-M-B-U-N-D-U, in Zentralafrika. Und Nzumbe war der Ausdruck für einen Totengeist. Also für, wir würden im Yoga sagen, für einen Preta, ein erdgebundener Geist. Jemand, der seinen Körper verlassen hat, aber nicht auferstanden ist in die höheren Welten. In Haiti wird weiter der Zonbi, Z-O-N-B-I, als Ausdruck verwendet für erdgebundene Geister. In der Mythologie des Zombies sind die Vorstellung gekommen, dass der Verstorbene dann nicht nur als Gespenst, als Geist zurückkehrt, sondern dass er auch körperlich in die Welt der Lebenden zurückkehren kann, eben als Untoter. Da wird auch gesagt, dass er den Lebenden oft nicht gut gesinnt ist und daher unheimlich ist. Insbesondere, wenn Zombies sich rächen wollen für angetanes Unrecht, dann können sie verschiedene Schwierigkeiten erzeugen. Ein Zombie, würde man sagen, ist ein erdgebundener Geist, der sich sichtbar macht und vielleicht durch das Prana anderer auch bestimmte Dinge verändern kann. Eventuell kann man aber auch sagen, dass ein Zombie ein Ausdruck ist, der Angst vor Unrecht, das man anderen angetan hat, und dann befürchtet, dass das, was man anderen angetan hat und sie dann gestorben sind, dass das an ihnen gerecht wird. Im Yoga würde man sagen, wenn du das Gefühl hast, dass irgendwelche Zombies da wären, dann schicke ihnen Licht, schicke ihnen Energie, schicke ihnen das Om Triambakam, bete zu Gott, dann wird dir nichts passieren und du wirst diesem erdgebundenen Geist, diesem Zombie Licht geben, dass er in die höheren Welten aufsteigen kann. Und egal, ob ein etwaiger wahrgenommener Zombie tatsächlich als Astralwesen existiert oder auch Astralwesen ist, das sich physisch sichtbar macht oder nur in deiner Vorstellung existierst, ihm Wohlwollen zu schicken, ist allgemein hilfreich. Es kann Wohlwollen sein für unerlöste Anteile deiner Seele und damit ist die Externalisierung dieser Ängste in Zombie-Vorstellungen hilfreich, dass du dort Licht hinschicken kannst und so deine Ängste erlösen kannst, oder ob da tatsächlich jemand ist, der physisch gestorben ist, aber sich nicht lösen kann und etwas braucht, dann ist es gut, wenn er Licht erfährt, Liebe erfährt, spirituelle Kraft erfährt und dann in die höheren Welten aufsteigen kann. Ich habe ein längeres Buch geschrieben, Karma und Reinkarnation, wo ich auch auf erdgebundene Geister eingehe und wie man ihnen helfen kann. Dieses Buch findest du, kannst du zum einen in den meisten Buchläden finden. Karma und Reinkarnation, Autor ist Sukadev Bretz. Oder geh auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de. Dort sind auch alle Kapitel dieses Buches kostenlos lesbar. Du kannst dort auf unseren Internetseiten suchen nach erdgebundener Geist oder auch nach Preta und dann wirst du dort fündig werden.